Stolz bekommt man, wenn man einen Bezug hat zu den eigenen Fans und wenn die eigenen Fans das auch erwidern. Und da hat man natürlich auch gemerkt, dass unsere Fangemeinschaft unglaublich dankbar war, dass wir Nazi B nicht mehr leben müssen. Ich bin Massimo Ceccaroni und habe im FCB geschootet von 1975 bis 2002. Und das ist meine Geschichte. Ich habe angefangen Fußball spielen in Rot-Blau und habe aufgehört Fußball spielen in Rot-Blau. Bin mit dem FCB als Profi abgestiegen, was sicher ein bitterer Moment war. Hat durfte wieder aufsteigen, was ein wundervoller Moment war in meinem Profileben. Und zum Schluss von der Karriere bin ich sogar noch Schweizer Meister geworden und Göpsieger. Und das hat sich das Ganze abgerundet. Und dazwischen hat es natürlich unglaublich viele tolle Momente gegeben als Fußballer. Aber es hat auch sehr tolle Momente gegeben innerhalb des Vereins, wo man mit den Mitspielern hat dürfen miterleben. Wenn man zu Basel auf die Welt kommt und auch Eltern hat, die Fußball begeistert sind, da wird einem der FCB näher gebracht. Ich bin als kleiner Junge mit meinem Vater ins Stadion gegangen und habe den FCB immer bewundert. Dort haben natürlich Grössen gespielt, wie Detlef Lauscher, Markus Danner. Und so bin ich zum FCB gekommen, weil Fußball war meine Begeisterung. Ich habe als kleiner Junge draußen immer Fußball gespielt. Im Garten, auf dem Hof, dort durfte man noch Fußball spielen. Wir hatten eigentlich gar keine andere Möglichkeit. Es ist immer schwierig, einen guten Ball zu finden zu dieser Zeit. Man hat eben nicht so gute gehabt. Wenn wir mal einen guten hatten, dann haben wir uns unglaublich gefreut ab dem. Und der hat dann meistens so eine ganze Saison noch gehabt. Außer es ist einmal ein böser Abwart gekommen, wo uns der Ball weggenommen hat. Dann sind wir wieder auf die Suche gegangen nach einem neuen Ball. Und ich habe gemerkt, ich wollte unbedingt zum FCB Fußball spielen. Die 3-2-Niederlage in Wettigen ist mir heute nicht mehr so bewusst. Ich kann mich noch ein bisschen an das Spiel erinnern. Ich muss vielleicht etwas dazu sagen. Wenn man so jung in der Karriere so etwas erlebt, dann ist einem der Umfang von dieser Wichtigkeit oder auch vielleicht irgendwie die Tragödie von einem Abstieg gar noch nicht so richtig bewusst, weil man steht in den Anfang von einer Karriere, wo man als junger Spieler unglaublich viel Ziel hat und denkt, ja, das passiert einmal. Und dann steige ich nächstes Jahr wieder auf. Und darum ist mir das Spiel schon noch präsent. Ich weiß auch, dass es schlimm war, dass wir sehr traurig und enttäuscht waren in der Kabine. Aber es war nicht irgendwie eine Weltuntergangsstimmung. Und mir ist dort überhaupt nicht bewusst gewesen, dass wir in den nächsten 6 Jahren in der Nazi B Fußball spielen. In keiner Art und Weise. Für mich war es klar, ich stand am nächsten Tag wieder auf, egal was die Zeitungen schreiben, ging ins Training und ein Jahr später sind wir wieder in der Nationalliga. Ein bisschen naiv. Wo wir im 1994 wieder aufgestiegen sind von der Nazi B und Nazi A, hat sich das nicht unbedingt abzeichnet. Ganz wichtig war, dass der Didier André Trainer geworden ist. Und zwar der Didier André als Welscher, als ehemaliger Spieler, wo der Rucksack FC Basel nicht so gross interessiert hat. Ich denke, der hat uns dann wieder neue Perspektiven aufgezeigt. Er hat ein gutes Team zusammengestellt, das vielleicht von der Qualität her, von der fußballerischen Qualität her, nicht unbedingt top war. Aber die Zusammensetzung der Spielerpersönlichkeiten hat den Unterschied ausgemacht. Der Didier André war jemand, der den Spielern auch sehr viel Eigenverantwortung gegeben hat. Also der Match in Garus, an den kann mich jetzt viel besser erinnern als der Abstieg 1987 in Wettigen. Und zwar ist es so, wir sind mit 1-0 in Rückstand geraten. Wir wussten, wir brauchen einen Punkt. Und in der zweiten Halbzeit hat es dann einen Freistoß gegeben und ich glaube, Dario Zuffi hat den gemacht. Und nachher mit den Fans, die dort waren, sind nicht so viele, aber die dort waren, das sind die eingefleischt. Da hat man richtig gespürt,
da kann nichts mehr passieren. Wir haben dann gewusst, wir sind aufgestiegen. Und dann sind wir in den Flieger gekommen. Wir haben nicht gewusst, dass wir mit dem Flieger zurückfliegen dürfen. Das hat man uns dann in der Kabine mitgeteilt. Und ich glaube, der Pilot hat sich früh pensionieren lassen, weil der hatte so Angst. Das war eine kleine Corsair und eine Propellermaschine. Und beim Anflug hat es dann immer geheißen, wir sollen ruhig bleiben. Oder? Wir haben uns nicht mehr angeschnallt, wir sind gestanden, rauf und runter. Und der Pilot, der hat, glaube ich, Schweißausbrüche gehabt. Zum guten Glück hat er die Maschine dann sicher in Basel gelandet. Wir haben von dieser ganzen Aufregung im Cockpit natürlich nichts mitbekommen. Und dann sind wir schon oft auf der Landebahn empfangen worden, mit Wegen, mit Leuten, mit Offiziellen. Und dann sind wir auf der BAFI. Und den BAFI kenne ich nur mit so vielen Leuten, wenn Fasnacht ist. Der Balkon vom Casino, das war zu. Du konntest nicht draufgehen. Und zu dieser Zeit hatte Radio Basilisk einen Übertragungswagen mit so einer Hebebühne. Und dann sind einfach ein paar Spieler dort auf die Hebebühne und unten haben sie gejubelt. Das sind rund 12'000 Leute auf dem Barfüsserplatz gesehen. Das war unglaublich und das prägt einem natürlich schon. Mit der Nummer 7! Guadalupe! Mit der Nummer 8! Der letzte Match im Joggeli, wo wir in der Nazi B noch dürfen bestreiten, war gegen den SC Kriens. Und was einfach toll war, als wir die Ehrenrunde gemacht haben, hat man das erste Mal, oder habe ich das erste Mal als Fußballer gemerkt, dass man unglaublich stolz sein kann, wenn man etwas erreicht. Und zwar stolz bekommt man, wenn man einen Bezug hat zu den eigenen Fans und wenn die eigenen Fans das auch erwidern. Und das, was wir zurückbekommen haben, das ist riesengroß. Die Ehrenrunde, die hat von mir aus noch jahrelang dauern können. Die war so schön. Und da hat man natürlich auch gemerkt, dass unsere Fangemeinschaft unglaublich dankbar war, dass wir die Nazi B nicht mehr erleben müssen. Bei der Grundsteinlegung haben ein paar Spieler dabei sein mit den Offiziellen. Ich habe so einen Backstein bekommen. Und die Leute haben bei der Grundsteinlegung etwas draufschreiben. Man hat auch gespürt, dass der FCB eine andere Kraft hat. Schon nur aufgrund von diesem Stadion. Andere Perspektiven haben wird. Das hat man gespürt. Leute, die vom Fußball kommen, haben das gesehen. Und dann haben wir natürlich auch das grosse Glück gehabt, dass wir mit einem sehr umsichtigen und motivierten und ambitionierten Präsidenten ganz klare Ziele vorgegeben haben, wann das FCB wieder gehen soll. Oder wann das den Weg führen sollte. Und zwar den Weg wieder zurück zur nationalen Spitze. Und zwar nicht nur über ein Jahr, sondern über mehrere Jahre. Mein einziger und erster Meistertitel mit dem FC Basel. Dort war natürlich auch die Zusammensetzung der Mannschaft, des ganzen Team unglaublich wichtig. In dieser Anfangsphase waren natürlich alle euphorisch. Nach 22 Jahren wieder der erste Meistertitel auf Basel geholt. Und wir haben gewusst, wenn wir in diesem Pool drin sind, in diesem Jacuzzi, dass dann Frau Öri kommt. Wir haben aber nicht gewusst, wie sie kommt. Also, es ist ja nicht so einfach, oder? Dort die sportlichen Männer. Wir haben natürlich alle noch etwas angehört, selbstverständlich, wie sich das gehört. Wir haben Bier in der Hand, der Meisterpokal war dabei. Und dann kam Frau Öri in diesem rot-blauen Spider-Man-Anzug. Und es war immer sehr rutschig dort. Und ich weiß nicht, ob sie die richtigen Schläppchen hatte. Auf jeden Fall habe ich mich dann bereit erklärt, als das älteste und doch verdienstvolle Spieler sie in Empfang zu nehmen. Und ich habe aber auch gewusst, dass Frau Öri nicht gerade 80 Kilo wiegt, sondern eher ein bisschen weniger. Und dann habe ich ihr mit ihrem Spider-Man-Anzug in den Whirlpool geholfen. Und dann ist sie zwischen Zuberbierler und wie sie alle heissen, gesessen und hat gefeiert und hat den Pokal gestemmt. Und wir sind alle stolz und glücklich gewesen. Das Cupfinal gegen GC war eine enge Sache.
irgendwie haben wir gewusst, dass wir trotzdem Göpp siegen hätten. Ich weiss auch nicht, das ist so eine, es hat schon ein bisschen so ein Selbstverständnis gegeben, dass man nicht gerade unbesiegbar ist, aber nach dem Meistertitel hat man gemerkt, wir sind stark und wir wollen unbedingt auch den Göpp-Sieg. Also wir sind sehr stolz, dass wir den Pott dann auf Basel dürfen zurückholen. Also die Geschichte mit dem Penalty, die hat ja den Kultstatus irgendwie auch herbeigerufen. Nicht nur, weil ich so lange beim FCB geshootet habe. Der hat natürlich schon Kultstatus und im Nachhinein kann ich schmunzeln über diese Situation. Es war ja auf der Schützenmatte. Match gegen GC. Ich habe wirklich, ich tue mich nicht selber gerne loben, aber in diesem Spiel bin ich gut gewesen. Ich habe viele Matches gemacht, die vielleicht nicht so gut waren. Aber dort hat der Einsatz sowieso gestimmt und ich bin noch gut gewesen. Und dann kriegen wir einen Penalty für uns in der letzten Minute. Und für mich ist klar, der Oli Kreuzer muss den schiessen. Das grosse Problem war, dass der Stefan Huber, der dort im Goal war, eine rote Karte bekommen hat. Und so während dieser Zeit musste sich der Jele einlaufen. Der hatte etwa 5 Minuten, gehabt, bis er endlich angezogen war. Und während dieser Zeit haben natürlich die Leute nicht besser gewusst, was zu machen auf den Zuschauerrang. Dann haben sie meinen Namen angefangen zu skandieren. Weil ich noch in der Nation noch nie ein Goal geschossen hatte. Und die Leute haben das natürlich gewusst, weil ich glaube, irgendwie kurz vorher mal ein grösserer Bericht in der Zeitung war oder in einem Sonntagsblick. Und dann haben natürlich die Leute gedacht, hey, machen wir jetzt oder nie, oder? Dann habe ich gedacht, nein, ich will nicht den Penalty schießen. Und genau diesen Gedanken, den hat mir schon das Genick gebrochen. Also da muss man kein Sportpsychologe sein, um zu wissen, dass die Ausgangslage nicht ideal ist. Ich wollte mir überhaupt nicht den Schutz nehmen. Ein bisschen. Dann habe ich Stroli zu mir gekommen. Du Massimo, willst du schießen? Dann habe ich gesagt, nein, schieß nicht, du musst es machen. Also der Alt 13 Sturen. Dann habe ich gedacht, hoffentlich kommt der Jele bald rein. Dann hätte er noch dumme Ton und die Händchen müssen noch richtig anlegen. Es ist einfach so lange gegangen, dann bin ich vorgegangen, habe ich den Ball genommen. Der Ball wird, glaube ich, abgewehrt vom Jele und geht ja an die Latte und kommt, glaube ich, runter und geht dann raus. Es war kein Goal. Das war schon sehr speziell. Der emotionalste Moment, den ich erlebt habe im FC Basel, war während meinem Abschiedsspiel. Das bewegt einen, weil man weiss eins, man kommt nicht zurück auf diesen Platz, um Fußball spielen. Und das war emotional. Und was nimmst du mit aus der ganzen Zeit, die du als Profi beim FCB hast erleben durften? Dass mir der FCB das alles ermöglicht hat, dass mir die FCB-Fans diesen Status ermöglicht haben, dass sie mir unglaublich viel gegeben haben und dass ich gemerkt habe, dass man sich als Fußballer auch nicht allzu wichtig nehmen soll, sondern sich selber richtig einschätzen kann. Und der Bezug zu den Menschen, zu den Leuten, die neben einem anderen feiern, ist am Schluss fast wichtiger als der persönliche Erfolg.